aus dem Traktat Ta'anit, Seite 20a und 20b, babylonischen Talmud zusammen genießen. Und zwar möchte ich in kleine Einleitung sagen. Wir haben ja gesehen, dass viele talmudische Geschichten sehr kritisch, selbstkritisch sind. Und es gibt da zwei Sachen im Talmud. Es gibt zwei Elemente. Es gibt die Halacha und die Agada. Die Halacha ist das Gesetz, genau die Vorschrift, was man tun muss. Und die Agada sind die Geschichten, die nicht selten gewisse Rabbiner oder gewisse Gesetze kritisch beleuchten, manchmal sarkastisch. Und es ist eigentlich schade, dass in den heutigen Yeshivot, in den heutigen Talmud-Hochschulen, vor allem Halacha, das Gesetz, gelernt wird, aber die Geschichten werden nicht, werden so nebenbei mal durchgelesen, aber nicht tief als wertvolle Quelle studiert. Und das ist wirklich etwas Besonderes, dass wir uns jetzt hier mit den Geschichten befassen können. Die haben es wirklich in sich, mit talmudischen Geschichten. Die heutige Geschichte führt uns zu Rabbi Elazar, dem Sohn von Rabbi Shimon. Rabbi Elazar, der Sohn von Rabbi Shimon, lebte im Moment mal. Ja, im zweiten Jahrhundert. Rabbi Shimon ben Elazar, Entschuldigung. Rabbi Shimon ben Elazar lebte im zweiten Jahrhundert. Und wir wollen hier seine Geschichte zusammen analysieren. Irene und Helmut, seid ihr eigentlich verwandt? Ihr habt beide den Nachnamen Scherz. Da bin ich ja. Ich bin die Tochter. Du bist die Tochter! Aber nicht im gleichen Hause. Auch im gleichen Hause. Ah, wirklich? Okay. Aber nicht in der gleichen Wohnung. Ah, okay. Nicht in der gleichen Wohnung, das habe ich gemeint. Ja. Sehr schön. Okay, wunderbar. Dann wollen wir doch losschießen. Und ich werde lesen. Die Geschichte beginnt hier unten links. Habt ihr das? Und wir wollen das zusammen studieren. Wo sind denn alle heute? Ich hoffe, ich habe nicht alle vergrault mit der schockierenden Geschichte von letzter Woche. Länderspiel. Ah, was denn? USA, Deutschland. Das war ein Freundschaftsspiel, das ist doch völlig uninteressant. Nee, war nur ein Scherz, ich weiß es nicht. Also, heute ist auch Schweiz-Liechtenstein, das passe ich auch. Okay, wir fahren los. Die Rabbanan lehrten unten links. Stets sei der Mensch biegsam wie das Rohr und nicht hart wie die Zeder. Das ist ein bisschen größer, ne? Okay. Einst kam Rabbi Elazar bei Rabbi Shimon aus Migdal Gedor, aus dem Hause seines Lehrers. Er ritt spazieren auf einem Esel am Ufer des Flusses und war sehr lustig und übermütig, weil er viel Torah gelernt hatte. Da stieß er auf einen überaus hässlichen Menschen, der ihn grüßte. Friede sei mit dir, Meister! Er erwiderte aber seinen Gruß nicht, sondern sprach zu ihm: Wicht, wie hässlich bist du doch! Sind vielleicht alle Leute deiner Stadt so hässlich wie du?
Dieser erwiderte, oben rechts, ich weiß es nicht. Geh lieber zum Meister, der mich erschaffen hat, und sprich zu ihm, wie hässlich ist doch dies Geschöpf, das du erschaffen hast. Als er, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, sich seiner Sünde bewusst wurde, stieg er vom Esel herunter, warf sich vor ihm nieder und sprach, ich beuge mich vor dir, verzeihe mir. Dieser, der hässliche Mann, erwiderte, ich verzeihe dir nicht, eher als bist du zum Meister, der mich erschaffen hat, gehst und zu ihm sprichst. Wie hässlich ist dieses Geschöpf, das du erschaffen hast. Da folgte ihm jener, bis sie in die Stadt kamen. Und als die Leute seiner Stadt ihm entgegenkamen, begrüßten sie ihn, den Rabbi. Friede sei mit dir, o Meister, o Lehrer. Jener, der Mann, der hässliche Mann, fragte, wer nennt ihr Meister? Sie erwiderten ihm, den da, der hinter dir geht. Da sprach jener, wenn dieser Lehrer ist, so möge es nicht viel seinesgleichen in Israel geben. Sie fragten, weshalb denn? Darauf erzählte er ihnen, so und so verfuhr er mit mir. Hierauf sprachen sie, verzeihe ihn dennoch, denn er ist ein in der Tora sehr bedeutender Mann. Jener erwiderte, euretwegen verzeihe ich ihm, jedoch unterlasse er solches in Zukunft. So dann trat Rabbi Elazar, Rabbi Shimon ein in das Lehrhaus und trug vor, stets sei der Mensch biegsam wie ein Rohr und nicht hart wie eine Zeder. Darum ist es jenem, also dem Rohr, beschieden, dass aus ihm ein Kalam gefertigt wird, also eine Feder. Aus dem Schilfrohr eine Feder angespitzt und eine Feder gefertigt, damit die Tora, die Propheten und die Hagiographen zu schreiben. Das aus dem Rohr wird dann in Timpe, in Kittin eingetaucht. Und mit diesem Rohr wird dann die Tora geschrieben. Das ist die Geschichte. Auf den ersten Blick ist es wahrscheinlich einfach so diese Regel am Anfang der Geschichte. Stets sei der Mensch biegsam wie das Rohr und nicht hart wie die Zeder. Zuerst ist die Geschichte, ja, will diese Regel vor Augen führen. Das ist auf den ersten Blick diese Geschichte. Und ja, selbst große Rabbiner können manchmal schlechte Eigenschaften ausweisen und dass sie groß Talmud gelehrt sind, heißt ja nicht, dass sie in jeder Hinsicht liebe und angenehme Geschöpfe sind. Sie sind weise Geschöpfe und alles solche, aber nicht unbedingt immer auch erbarmungsvoll. Und die Geschichte will uns lehren, ja. Niemand ist vor einem schlechten Moment gefeit oder vor einem schlechten Charakter. Man kann noch so gelehrt sein und trotzdem jemanden anderen tief verletzen. Das ist wahrscheinlich die erste oberflächliche Message dieser Geschichte. Aber ich glaube, wenn wir ein bisschen tiefer greifen, tiefer graben, tiefer bohren, dann können wir, so wie es scheint,
noch tiefere Bedeutungen in dieser Geschichte finden. Zuerst einmal beginne ich von vorne, ja? Beginnen wir von vorne. Der Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon als Migdal Gedor kommt von wo? Aus dem Hause seines Lehrers. Er hat jetzt 3 Monate Tag und Nacht netto den Talmud studiert. Er fühlt sich erhaben, hat gebetet und gelernt, ununterbrochen, 24 Stunden. Und er sprüht vor Weisheit, hat unglaubliches, er ist voll von dieser Tora. Und er reitet spazieren auf einem Esel am Ufer des Flusses, wahrscheinlich irgendwo im Norden, vielleicht am See Genezareth sogar, ja. Das ist die innere Ästhetik und die äußere Ästhetik. Innerlich fühlt er sich erhaben und voll und so weise und so gescheit und äußerlich auch. Perfekte Landschaft, den Sonnenuntergang und frische Luft und keine Mücken, alles ist perfekt und da am Fluss, richtig idyllisch das Ganze. Und in dieser perfekten Ambiance, die direkt von dem Teich von Monet stammen könnte, direkt dort, bringt das immer so ein gewisses Gefühl, fühlt sich sehr lustig und übermütig, fühlt sich verdammt gut in sich, weil er viel Tora gelernt hat, das sagt ja die Geschichte selber. Und ausgerechnet hier, in diesem idyllischen, perfekten Moment, wer kommt auf ihn zu? Ein überaus hässlicher Mensch. Hässlichkeit ist natürlich ein subjektiver Begriff. Und wahrscheinlich war er in seinen Augen ein hässlicher Mensch, ein Rabbi. Und er grüßt ihn, Friede sei mit dir, Meister. Aber wie das ein Gruß sich und Salbe sind. Alle hässlich wie du in deiner Stadt. Viele Talmud-Kommentatoren verstanden nicht, wie ein großer Talmud-Gelehrter so herablassend sein kann gegenüber einem einfachen Mann auf der Straße. Das kann doch nicht sein. Hat ja nichts verbrochen. Und da gibt es verschiedene, ein bisschen apologetische Erklärungen, dass der Rabbi habe von dem Äußeren dieses Mannes auch auf sein Inneres geschlossen, dass er sehr, sehr zynisch sei und sehr ein, er habe sich nicht nur äußerlich gehen lassen, sondern den ganzen Lebensstil habe er sich gehen lassen und deshalb habe der Rabbi null Respekt für diesen Mann gezeigt. Andere meinen auch, er habe ihn ein bisschen falsch verstanden, weil er also Friede sei mit dir, Meister, dachte er, er wollte sich über ihn lustig machen. Ja, hey, Meister! Also irgendwie so, dieser Mann habe sich ein bisschen respektlos dem Rabbi gegenüber verhalten, habe er ihm mit gleicher Münze zurückgezahlt. Das ist eine Erklärung, irgendwie die Ehre dieses Rabbi zu retten versucht. Aber ich glaube nicht, dass die Geschichte, die Talmud-Geschichte, wenn man den Text wirklich ernst nimmt, auf diese Apologetik hinaus will. Nein, der Rabbi hatte wirklich ein erhabenes Gefühl, als er von der Talmud-Schule, von seinem Lehrer herauskam. Er war übermütig, aber voll von sich selber. Und in diesem narzisstischen Moment kommt diese hässliche Gestalt ihm entgegen. Und das setzt ihm zu. Das ekelt ihn an.
Jetzt. Das überrascht sehr, diese Reaktion von Rabbi. Und ich habe uns eigentlich nicht erwartet, solch eine saloppe Reaktion. Ein weiteres Schlüsselwort ist hier viel. Er hat nicht Tora gelernt, er hat viel Tora gelernt. Ist irgendwie scheint mir diese Geschichte ein bisschen eine Kritik zu sein an diesem Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Das ist die Tora, die du gelernt hast? Jemanden so respektlos zu entgegnen? Du hast viel Tora gelernt, 170 Talmudseiten auswendig. Und du bist so voll von dieser Weisheit, sie sprüht aus dir heraus und du fühlst dich so erhaben. Du hast viel gelernt, aber weißt du, diese diese Quantität, dieses viel, ist nichts wert. Weil du ein Geschöpf Gottes verletzt hast. Und eine Schlüsselszene in dieser Geschichte ist oben rechts. Was entgegnet ihm der Mann? Geh lieber zum Meister, der mich erschaffen hat. Und sprich zu ihm, wie hässlich ist doch dieses Geschöpf, das du erschaffen hast. Das heißt, irgendwie dieser Rabbi hat irgendwie vor lauter narzisstischer Weisheit hat er das Göttliche irgendwie aus den Augen verloren. Und ausgerechnet der einfache Mann, er erinnert ihn wieder an das Göttliche. Sag doch unserem Schöpfer, dass seine hässliche Gestalt er erschaffen hat. Dass ausgerechnet dieser einfache Lump, dieser Mann in zerfetzten Klamotten, dieser erinnert den Rabbi, worauf er sich zurückbesinnen soll. Auf den Schöpfer nämlich. Und Admir Kosman sagt sehr schön, der Beginn der Geschichte, dass er aus dem Lehrhaus kam, von seinem Lehrer, ist nicht nur ein zufälliges kleines Detail in der Geschichte. Nein, das ist das Symptom des Problems. In diesem Lehrhaus hast du dir eine völlig falsche Tora angeeignet. Diese Arroganz, die Überheblichkeit, diesen Übermut, diesen hast du irgendwie von diesem Lehrhaus mitgenommen, dir viel Wissen angeeignet, aber das Göttliche, die Bescheidenheit, das Menschliche, hast du irgendwie auf die Seiten gelassen. Und erst nachdem dieser arme Mann ihn auf seine schreckliche Aussage hinweist, und ihn an Gott zurückerinnert. Erst dann, was macht er dann? Als er sich seiner bewusst wurde, stieg er vom Esel herunter. Es gibt doch einen Ausdruck im Deutschen, nicht? Vom hohen Ross runterkommen, nicht? Gibt's doch was, ja? Dass jemand, der sehr arrogant ist, komm mal erst mit deinem hohen Ross herunter. Und das ist sehr figürlich hier und das ist sehr, sehr symbolisch. Und es ist nicht nur äußerlich, auch innerlich. Der Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, er steigt von seinem inneren Ross herunter.
Und noch tiefer, er wirft sich vor ihm nieder. Und er bittet um Verzeihung. Ich tut mir so leid, ich beuge mich für dich, ich verzeihe mir. Ich habe etwas Schreckliches gemacht, tut mir leid, ich habe irgendwie, es ist mir alles in den Kopf gestiegen. Alles war so perfekt, mein Wissen und die schöne Landschaft und ich fühle mich so hoch. Tut mir so leid, dass ich verletzt habe. Und er steigt vom Ross herunter. Jetzt, das Interessante ist, es gibt eine talmudische Methode. Die talmudische Methode besagt ja, dass ich logisch von einer Sache auf die andere schließe. Ja? Ich schließe von einer Sache auf die andere. Und das macht er genau hier, unten links. Wie hässlich bist du? Du bist hässlich. Sind vielleicht alle Leute deiner Stadt hässlich wie du? Das ist auch immer eine logische Folgerung, eine Deduktion von seiner Regel. Und die kommt ja von seinem Talmudwissen. Das heißt, er ist total in seinem Talmudwissen, seinem logischen Denken ist er total verheddert. Und die menschliche Moral ist total abhanden gekommen. Total, total verrückt. Und wir kennen solche Menschen, die nicht Rabbiner sein, ja, große Professoren, die ein großes Wissen haben, oder große Lehrer können ein großes Wissen haben. Und es fehlt ihnen dann manchmal total an menschlicher Einfühlsamkeit. Und das ist ein bekanntes Problem. Jetzt diese Folgerung, diese talmudische Folgerung, den der Rabbi schließt, ist ja nicht nur, ist doppelt, ist zweischienig. Einerseits sagt er ihm, hör zu, du bist hässlich, sind alle hässlich wie du? Das ist eine Folgerung. Die andere Folgerung ist, ha, wenn dieser äußerlich so hässlich ist, dann muss er ja innerlich auch sehr hässlich sein. Und er sagt ihm, du Wicht. Du Wicht ist ja eine Charaktersache. Du Wicht. Das heißt, man muss einen doppelten Fehler, der Rabbi Elazar. Du bist hässlich, müssen alle anderen auch hässlich sein. Und so wie du äußerlich hässlich bist, so musst du auch innerlich hässlich sein. Aber ironischerweise ist es genau umgekehrt. Der Rabbi Elazar, der Rabbi Shimon ist äußerlich wunderschön, in schönem Gewand, mit Charisma, hoch zu Rosse, auf dem Pfade, auf dem Stege. Äußerlich ist er alles ästhetisch wunderschön. Aber innerlich sagt er zumindest etwas sehr Hässliches. Das innerlich, sein innerer Charakter ist gar nicht schön. Das heißt, dieser Mann ist genau das Gegenteil von diesem Rabbi Elazar. Und was dieser Mann macht, ja, in dieser Szene hier, als er ihn zurücksagt, sag doch dem Schöpfer, reklamiere doch bei ihm. Das heißt, er ist sehr gescheit, weil er macht sich lächerlich über ihn. Ja? Sag doch dem Schöpfer.
dass dieser aufgeblasene Ballon, in welchem sich dieser Rabbi wähnt, er bläst ihn noch mehr auf, bis er selber zur Realisierung kommt. Moment mal, da ist dein Schöpfer. Er ist dein Schöpfer und mein Schöpfer. Sei ein bisschen bescheiden. Hüte deine Zunge. Und jetzt in diesem Moment realisiert der Rabbi, was er da getan hat. Und er entschuldigt sich. Und hier geschieht die Metamorphose. Hallo Nina, willkommen. Ich hatte mich ein bisschen in Berlin durcheinanderkommen und dann hast du wieder da. Hast du die Geschichte schnell nachgelesen? Bist du drin? Ja, ich habe sie gerade nachgelesen, ja. Ich hatte während der Meeting-Nummer so, aber ja, ich verstehe sie jetzt, danke. Super. Dann beginnt jetzt diese Metamorphose von dem Rabbi. Und was sehr wichtig ist, die Metamorphose von dem Rabbi, die geschieht nicht im Lehrhaus. Das Lehrhaus war da immer das Problem. In jedem Lehrhaus pumpt er sich voll mit Wissen und Selbsterfreuung und wie sein unglaubliches Hirn alle talmudischen Probleme lösen kann. Das war das Problem, das Lehrhaus. Nein, seine Metamorphose, sein Abstieg von dem hohen Rosse, seine Rückbesinnung auf das Menschliche, auf seine Bescheidenheit, die geschieht nicht im Lehrhaus. Die geschieht draußen. Und er liegt zu Füßen, nicht zu dem Rabbi, nicht zu seinem Rabbi, zu seinem Lehrer. Nein, er liegt zu Füßen zu diesem einfachen, hässlichen Zigeuner, diesem Kloschar auf der Straße. Dem liegt er zu Füßen draußen in der Natur. Und da lernt er seine große Botschaft. Die er nicht im Beit Midrasch, nicht in der Yeshiva, nicht im Lehrhaus gelernt hat. Und da beginnt seine Wandlung. Jetzt, das ist sehr rührend hier, aber ich beuge mich vor dir, verzeihe mir, er fleht ihn wirklich an. Also seine ganze rabbinische, imposante Gestalt und sein gesellschaftlicher Rang sind völlig gleichgültig. Er kniet vor ihm nieder. Bitte verzeih mir, ich weiß nicht, was mir in den Kopf gestiegen ist. Aber der Mann ist verletzt. Was sagt er ihm? Nein, mein Freund, ich verzeihe dir nicht eher, als du bis zu dem Meister, der mich erschaffen hat, gehst und zu ihm sprichst. Hässlich ist diese Geschöpf, das du erschaffen hast. Weißt du, so schnell kann man verzeihen? Entschuldigung, aufs Herzchen klopfen und fertig? So meinst du? So schnell geht das nicht. Und er ist tief verletzt von diesem Rabbi. Und was interessant ist, was ist jetzt? Er geht in die Stadt. Da folgte ihm jener. Wer folgt wem? Du musst dir dieses Bild vorstellen, ja? Der Rabbi ist hoch zu Esel, er steigt hinunter. Dieser arme Kloschar, dieser hässliche Mann, ist da am Boden. Er setzt sich ihm, verbeugt sich ihm zu Füßen und er geht weg. Ich verzeihe dir nicht. Geh zum Schöpfer. Sag ihm doch, was für hässliche Geschöpfe er erschaffen hat. Und er geht in die Stadt und dieser Rabbi schlürft ihm nach, also er kriecht ihm nach. Er geht nicht mehr hoch zu Ross. Er rennt ihm nach. Und dieser Gegensatz, am Anfang der Geschichte spaziert er genüsslich am See Genezareth entlang bei Sonnenuntergang.
Und die Vögel zwitschern. Bei den Eukalyptusbäumen die schönen Schatten werfen. Und jetzt, ist der Wüstensand und er kriecht diesem Mann hinterher in die Stadt. Und das ist interessant, was jetzt kommt. Jetzt kommt eine Dreiecksbeziehung. Jetzt haben wir den Rabbi, wir haben den hässlichen Mann, aber jetzt haben wir auch die Stadtbewohner. Und die Stadtbewohner ergeben jetzt dieses Dreieck. Und als die Stadtbewohner diesen Rabbi grüßen, da ist der Mann sehr, sehr überrascht. Friede sei mit dir, O Meister, O Lehrer. Wer nennt ihr den Meister? Der dahinter dir geht, wenn dieser Lehrer ist, möge es nicht viel seinesgleichen in Israel geben. Also weshalb denn? Darauf erzählt er ihnen so und so verfuhr er mit mir. Ich bin der Meinung, dass er ihnen nicht die ganze Wahrheit sagt, dieser Mann. So verfuhr er mit mir, heißt, wie der Rabbi ihn verletzt hat. Aber ich glaube nicht, dass der Mann den Stadtbewohnern erzählt hat, wie der Rabbi nachher herabgestiegen ist und sich auf den Boden geworfen hat und sich entschuldigt hat und um Verzeihung gebetet hat. Ich glaube nicht, dass er ihm das erzählt hat. Und die Frage ist wirklich, die Stadtbewohner, die sagen ihm dann, verzeih ihm dennoch. Er ist ein sehr bedeutender Mann. Hab Erbarmen mit dir, er ist unser Rabbiner, er ist vielleicht einen schwachen Moment. Wir brauchen ihn als Gesetzeslehrer. Verzeih ihm dennoch. Und er tut das dann für sie. Ich frage mich, diese Stadtbewohner, wie haben sie dann ihren Rabbi betrachtet nach dieser Situation? Wie sind sie mit dieser Information umgegangen? Er hat ja etwas sehr Schlimmes getan, der Rabbi. Sind sie wirklich so nachsichtig gewesen? Jetzt, das ist wirklich eine Frage, was die Stadtbewohner hier, wie sie mit dieser Situation umgegangen sind. Aber ich glaube, der Schlüssel der Endepisode hier ist die Reaktion vom Rabbi. Überlegt euch mal, als dieser Mann den Rabbi anschwärzt und sagt, darauf erzählt er ihnen, so und so verfuhr er mit mir. Wie reagiert der Rabbi darauf? Wie verteidigt er sich? Überhaupt nicht! Er schweigt. Und in diesem Schweigen ist die Größe vom Rabbi. Erstens, Schweigen heißt, du hast recht. Ich habe nichts zu melden, ich bin schuldig. Aber mehr noch, hätte er ihn ja korrigieren können. Hör zu, ich habe dich besser, ich bin ja nachher vom Esel hin abgestiegen, ich habe mich entschuldigt. Aber das sagt der Rabbi nicht.
Er hat es nicht verdient. Das heißt, der Rabbi, der sich seinen hohen Ranges als großer Gelehrter so sicher war zu Beginn der Geschichte, am Ende der Geschichte schert er sich über seinen Rang, über seine Hierarchie. Und wenn alle Leute über mich schlecht denken, ich habe es verdient, und er versucht nicht einmal, diesem Mann zu widersprechen, dieser Mann erzählt ihm nur die Hälfte der Geschichte, wie er ihn verletzt hat, er erzählt ihm nicht, wie er sich entschuldigt hat. Und der Rabbi schweigt, weil der Rabbi versteht, dass diese Geschichte, diese Episode, ist eine Bescheidenheitsstunde für ihn. Er muss diesen Shiur, diese Lektion der Bescheidenheit, muss er am eigenen Leib, muss er die spüren. Und darin liegt die Größe vom Rabbi, denke ich. Das ist wirklich ein Schweigen der Größe. Wenn ich etwas Schlechtes getan habe und ich daraufhin entblößt werde oder lächerlich gemacht werde, einfach zu schweigen und diese Kritik an mir zu akzeptieren, das ist Größe. Und mich nicht schönreden, nicht zu flüchten. Nein, hier ist hier ein schöner Spruch, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ja, er hat den Schaden gemacht. Jetzt hat er Spott geerntet. Und er versucht sich nicht da herauszureden. Und das hat er getan und dass er sich beim Mann entschuldigt hat, das ist zwischen ihm und dem Mann, zwischen ihm und Gott. Aber die Stadtbewohner müssen das nicht wissen. Und das ist wirklich eine Größe von diesem Rabbi. Admiral Cosmo sagt eine sehr schöne Weisheit der Geschichte. Die Geschichte lehrt uns wirklich, dass wahre Hässlichkeit nicht äußerlich ist, sondern innerlich. Schönheit und Hässlichkeit sind zwei sehr subjektive Elemente im Menschen. Jemand, der mir schön erscheint, kann jemand anderem hässlich erscheinen. Aber die innere Schönheit und die innere Hässlichkeit, die sind wirklich die Wesentlichen. Und dieser Kloschar war äußerlich hässlich in den Augen vom Rabbi. Und er hat fälschlicherweise daraus auf seine innere Hässlichkeit gezogen. Und der Rabbi selber war äußerlich hübsch und charismatisch, aber innerlich das Gegenteil. Und er hat wirklich diese Lektion verstanden, dass Hässlichkeit nicht etwas von Äußerlichem ist, sondern nur von Innerlichem. Und diese Lektion hat der Rabbi auf hartem Wege lernen müssen. Aber die Geschichte endet nicht dabei. Schaut, das Ende der Geschichte. So, dann trat Rabbi Elazar, Rabbi Shimon ein und trug vor. Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Er ist in seinem Lehrhaus, in seiner Kleinstadt. Sehen wir, zu Beginn der Geschichte war er im Hause seines Lehrers. In der großen Stadt. Er ist lang geritten, um in der großen Yeshiva seines Lehrers zu sein. Aber jetzt
Jetzt ist er in seinem kleinen Beit Midrash, in seinem kleinen Lehrhaus, in seiner Kleinstadt. Und hier wird er eine neue Tora lernen. Nicht die Tora, die er vorhin im anderen Lehrhaus aufgenommen hat, voll von Selbstverherrlichung und Wissen und reiner Logik, ohne Menschlichkeit, ohne Einfühlsamkeit. Nein, diese Tora in seinem Lehrhaus, die wird ganz anders sein. Und was ist seine Lehre? Steht sei der Mensch biegsam wie ein Rohr und nicht hart wie eine Zeder. Jetzt diese Lehre, auf wen bezieht sich die, meint er? Auf wen bezieht sich diese Lehre? Das ist eine Frage. Ich glaube, es ist zweideutig. Es ist auf sich selber bezogen. Ja. Soll ich so hart sein wie ein Rohr, jemand anderen so zu urteilen, zu judgen? Nicht hart sein wie ein Rohr, sondern biegsam, angenehm. Also nicht so hart wie eine Zeder, sondern biegsam wie ein Rohr. Du sollst nicht schnell Urteile fällen, sondern langsam dich mit den Menschen verständigen und du sollst flexibel sein und verständnisvoll. Das hat den Rabbi Elazar bezogen, auf sich selber, eine Selbstkritik. Aber es könnte ja auch auf diesen anderen hässlichen Mann bezogen sein. Weil er war ja alles andere als biegsam mit dem Rohr. Er hat dem Rabbi auch gar nie wirklich verziehen. Er hat dem Rabbi nie verziehen, für was er ihm getan hat. Er war hart wie eine Zeder. Wem hat er verziehen? Euretwegen verzeihe ich ihm. Er hat ihm gar nie verziehen. Er war so verletzt, er konnte ihm nie wirklich verzeihen. Für die Leute in seiner Stadt, okay, für euch, wenn er euch so wichtig ist als euer Rabbiner, okay, verzeihe ich euch. Für euch. Aber er hat ihm nie wirklich verziehen, dass diese Lehre am Ende, die er im neuen Lehrhaus gelehrt hat, ist auch auf den Mann bezogen. Stets sei der Mensch biegsam wie ein Rohr und nicht hart wie eine Zeder. Und das Schöne ist noch, so als Abschluss der Geschichte, woraus wird die Tora geschrieben? Ja? Aus jenem, aus dem Rohr ist beschieden, dass aus ihm, wenn man es in Tinte eintaucht und eine Tora schreibt, ein Kalam gefertigt wird, wie die Tora, die Propheten und die Hagiographen zu schreiben. Das heißt, die Tora wird von einem Rohr, ja, geschrieben, von diesem Rohrstängel, und den man in Tinte eintaucht. Dass die Tora wird mit der Tinte der Barmherzigkeit geschrieben. Nicht mit der Tinte der Strenge, des Urteils, der Vorurteile, der Stereotype. Nein, die Tora wird geschrieben mit der Feder des Rohrs, das biegsam ist. Und verständnisvoll und menschlich. Und diese schöne Lektion ist sogar eine Zugabe zu der Geschichte von Rabbi Elazar und Rabbi Shimon, die auf den ersten Blick ja nur ein bisschen diese Regel erklären: man sei biegsam wie ein Rohr und nicht hart wie eine Zeder. Und dass auch große Talmudgelehrten manchmal einen schlechten Charakter aufweisen können. Das war unsere Lektion aus dem ersten Blick. Aber es geht eben viel tiefer.
Was für eine Tora lernst du? Das ganze Wissen, das du dir aneignest, bei den talmudischen, logischen Schlussfolgerungen. Was für ein Mensch macht es dich? Wirst du zu einem narzisstischen Monster, das nicht mehr den Menschen neben dir erkennt, der auch von Gott erschaffen ist? Welche Tora wollen wir? Und Rabbi Shimon hat es wirklich am eigenen Leibe erfahren. Und er hat diesen Mann gebraucht, diese Lektion, nicht im Lehrhaus, sondern draußen in der Natur, diese Lektion der Bescheidenheit, die ihn zurück zu Gott brachte. Und manchmal im Leben entfernen wir uns vor Gott oder vor der Menschlichkeit oder vom göttlichen Funken im Menschen, von der Göttlichkeit. Manchmal brauchen wir solche harte Lektionen im Leben, uns zurück auf uns zu besinnen, auf unsere Bescheidenheit, auf das Wesen. Und diese Geschichte stellt uns das vor Augen. Okay, Bühne ist frei für eure Fragen und eure Einsichten, eure Interpretationen, euren Ärger, eure Freude. Biegsam könnte man ja auch sagen, beugsam, das muss ich mal beugen kann. Beugen? Ja, biegsam und beugsam. Er hat sich ja gebeugt vor diesem Essen. Ah, sehr schön. Sicher. Er geht wirklich physisch, geht er diese Biegbeugsamkeit, geht er durch. Zuerst sitzt er auf dem Esel wie eine stramme Zeder. Und dann beugt er sich herunter und er muss sich vor diesem Mann verbeugen. Das ist wirklich sehr metaphorisch für seinen Seelenzustand. Er muss sich selber brechen, sein Ego muss er abbrechen, seine Arroganz. Seine innere Zeder muss er fällen, damit er zu einem bescheidenen, beugsamen Rohr wird vor diesem hässlichen Mann. Ja. Ich gemerkt hat er doch auch im Lehrhaus gelernt. Oder nicht? Ja. Ah, der hässliche Mann? Bitte? Sie sagen, der hässliche Mann habe auch im Lehrhaus gelernt? Nein. Der Rabbi hat doch auch im Lehrhaus etwas gelernt, dass man sich beugen muss, wenn man darf nicht nur stolz und hochmütig sein, sonst hätte er es nicht so schnell gemacht. Und diese Lehre hat er erst nach dieser Geschichte in die Welt gesetzt. Das war seine Konklusion von dieser Begebenheit. Und dann ist er zu dieser Einleuchtung gekommen und seit dann steht es im Talmud, dass er hat diese, das ist sein Wort, dieser Satz mit dem Rohr und mit der Zeder. Seine Umkehr, seine Teshuvah. Genau, seine Teshuvah, seine Umkehr und seine Metamorphose und Wandlung. Ich habe jetzt wirklich vom Rabbi, erstens, dass er sofort, man kann wirklich viel Negatives sagen über den Rabbi, was für ein Charakter, wie kann sein Menschen so verletzen, alles okay. Und legitim, es ist ja im Talmud drin. Er strotzt ja von Selbstkritik, haben wir oft geredet. Aber muss er mich auch etwas Gutes sagen über den Rabbi? Wie viele von uns, wenn wir einen Fehler machen, können sofort einsehen, was wir getan haben und uns sofort entschuldigen. Denn diese Größe von dem Rabbi,
hat etwas Dummes gesagt, okay, realisiert, was habe ich getan, und sofort nimmt er sich die Krone vom Haupt, er steigt hier runter und verbeugt sich vor diesem hässlichen Mann, den er eben erst beleidigt hat. Wie viele von uns können so schnell zur Umkehr kommen? Das ist eine Größe, eine menschliche Größe von dem Rabbi, den ich hiermit auch beschützen will. Ich bin sehr beeindruckt von dieser schnellen Wandlung. Und nicht nur das, noch stärker, als dann der Mann ihn vor der ganzen Stadt beleidigt und nur erzählt, wie der Rabbi ihn verletzt hat, ohne zu erzählen, wie er sich bei ihm entschuldigt hat. Da sagt er nichts, er schweigt. Er sitzt total, hat total sein Ego abgebaut und Hut ab. Aber das ist doch gerade auch eine Folge seines Lernens, seines Studierens, sonst wäre das nicht so schnell gegangen. Er hat das so in die Tat umgesetzt, was letztlich so in ihm war. Sicher. Und das zeigt eben doch, wie schön das Talmud-Studium ist. Okay, er hatte einen Moment des Größenwahns, ich weiß nicht, wie wir das nennen wollen, hat einen Moment, alles war so perfekt, da kommt diese hässliche Gestalt, vielleicht hat er es auch falsch verstanden, vielleicht dachte er, dieser Mann wollte die Rabbinergilde beleidigen, über sich über ihn lustig machen. Da hat er diesen beleidigenden Satz von sich gegeben. Aber diese Größe, sofort Konsequenzen zu ziehen und sich zu entschuldigen und daraus seine Lektion zu machen und sich nicht selber zu verteidigen, wenn er in der Öffentlichkeit kritisiert wird und dann noch daraus einen Lehrsatz für alle Generationen zu kreieren, das ist schon eindrückliche Größe von diesem Rabbi. Also, ich habe viel mehr Respekt vor Menschen, die umfallen und aufstehen, als Menschen, die stets oben sind. Das gibt es zwar nicht, aber auf der rein ideellen Ebene. Menschen, die umfallen und die Kraft haben, aufzustehen und es besser zu machen, das sind wirklich sehr eindrückliche Menschen. Und diese Umkehr vor Gott ist wirklich eindrücklich. Dazu ein kleines Gleichnis zum Abschluss. Man stelle sich vor, zwischen mir und Gott ist ein Seil. Ja, ein Seil, das mich mit Gott verbindet. Jetzt stellen wir vor, dieses Seil wird abgeschnitten. Wie der Rabbi Elazar zu Beginn der Geschichte. Er weiß viel, aber ist von Gott abgeschnitten. Von Göttlichkeit, von Menschlichkeit. Nachher, durch die Kritik von dem Mann und durch seine Einsicht, knüpft er das Seil wieder zusammen. Ja, er macht einen Knoten aus den beiden Enden und ist wieder verbunden mit Gott. Ist die Distanz näher zu Gott oder weiter als vorher? Am Anfang war es ein einfaches Seil zwischen mir und Gott. Ja, das Seil ist abgeschnitten, jetzt knüpfe ich es zusammen. Das Ende vom Seil ist bei mir. Und das andere ist bei Gott. Ich bin jetzt viel näher zu Gott. Ja? Ich bin viel näher. Die Distanz zu Gott durch die Verknüpfung des Seils ist viel näher. Und dieses Gleiches ist sehr, sehr schön. Okay, es ist nicht ein reines Seil wie früher. Nicht alles ist so schön und ästhetisch. Da ist eine kleine Narbe. Aber im Endeffekt bist du gewachsen. Und durch diesen Knoten hat sich wieder verknüpft. Und du bist näher zu Gott, de facto, in der Distanz. Und dieses Gleichnis ist an sich sehr schön und auch für diese Geschichte sehr symbolisch.
Kann ich noch was fragen? Gerne. Bruno. Hört man mich eigentlich ganz gut oder ist das, soll es ein bisschen lauter oder leiser sein? Fantastisch. Gut. Also irgendwie ist mir der Ausspruch, also dein Gleichnis jetzt, das ist ja einleuchtend. Aber der Ausspruch oder den Vergleich, den er hier bringt, eben stets sei der Mensch biegsam wie ein Rohr und nicht hart wie eine Zeder, das ist mir noch nicht ganz verständlich, muss ich ehrlich sagen, weil nee, ich meine, das Heiligtum oder zumindest ein paar Teile aus dem Heiligtum sind ja aus dem Zedernholz gemacht. Also ich sag mal, und wenn man das jetzt sagen wir negativ interpretiert, ist ja, man soll ja nicht wachsweich sein. Also der Mensch soll auch dazu stehen, was er machen soll. Ist ja nicht so, dass er heute mal ja und morgen mal nein oder wie auch immer interpretiert. Sehr schön. Also, es passt irgendwie nicht in ganz, für mich in die Geschichte rein. Oder ich weiß nicht, wo der Kern vielleicht in der ganzen Sache noch ist. Es stimmt, was du sagst. Das Heiligtum ist teilweise aus Zedernholz. Das muss stabil sein. Aber der Mensch, er soll biegsam sein wie ein Rohr. Jetzt, wenn du dich fragst, dieses Gleichnis selber, von woher kommt das, muss ich dich auf die Vorseite hinweisen, das kannst du nachher weiterlesen. Und zwar hier, wie kommt man wieder zu diesem Gleichnis? Wollen wir das lesen zusammen schnell? Habt ihr Kraft? Also besser ist der Fluch, den Achia der Schinonit über Israel sprach, als der Segner der Frevler Bilam über sie sprach. Achia der Schinonite fluchte ihnen durch Vergleich mit einem Rohre. Er sprach nämlich zu Israel, und der Herr wird Israel schlagen, gleich wie das Rohr im Wasser schwankt. Ja, das war seine Prophezeiung. Wie nämlich das Rohr am Wasser wächst, sein Stamm sich fortpflanzt und seine Wurzeln viel sind, sodass alle Winde der Welt, wenn sie kommen und gegen ihn wehen, ihn nicht von seiner Stelle reißen. Vielmehr bewegt er sich mit ihnen, und sobald die Winde aufhören, bleibt das Rohr auf seinem Platz stehen. Das Rohr hier hat irgendwie eine Metapher für das jüdische Volk. Ja? Man kann uns noch so viel bedrücken und bedrängen, kann noch so viele Pogrome geben, aber Schutz, man kann uns nicht von der Stelle reißen. Wir sind flexibel. Ja, die Juden im Mittelalter waren immer flexibel, wurden von da vertrieben, nisteten sich in einer anderen Stadt ein. Und auf der anderen Seite, der Frevler Bilam segnet sie durch Vergleich mit einer Zeder. Hier hast du die Zeder. Das heißt, wie Zedern am Wasser, wie die Zeder nicht am Wasser wächst, ihr Stamm sich nicht fortpflanzt, ihr Wurzeln nicht viel sind. Obgleich alle Winde der Welt, wenn sie kommen und gegen sie wehen, sie nicht vorzureißen vermögen, so kann dennoch der Südwind, wenn er gegen sie weht, sie entwurzeln und umwerfen. Dann in Worten, das Rohr ist ein Gleichnis für Israel, das Volk Israel, das stets flexibel ist. Und die Zeder ist etwas, das man entwurzeln kann. Es ist stramm, es ist fest. Aber ein harter Südwind kann es entwurzeln und da gibt es gar keine Zeder mehr. Und aufgrund von diesen beiden Prophezeiungen über Rohr und Zeder geht die talmudische Geschichte dann hinüber zu der Lehre über Rohr und Zeder. Und da wird auch dann die Geschichte von Rabbi Elazar, Rabbi Shimon erwähnt, der daraus eine menschliche Maxime herausschließt. Das zeigt mir die talmudische Assoziation, wie man zum Rohr und zu Zeder gekommen ist. Aber unser Hauptaugenmerk ist wirklich die Geschichte selber. Und ich glaube, die Lektion ist bedeutungsvoll für alle Menschen und alle Generationen. Auch verständlich. Und
was bedeutet dann, damit die Tora damit geschrieben wird? Das ist eben auch, was ich in unserer Geschichte gesagt habe. Dem Rohre ist es auch beschieden, dass aus ihm eine Feder gefertigt wird, damit die Tora geschrieben wird. Das ist auch das Ende von unserer Geschichte hier. Ja? Das Rohr, nicht die feste Zeder, die harte Zeder, sondern das Rohr, die biegsame, beugsame, geschmeidige, das Rohr wird dann in eine Tinte eingetaucht und mit ihr wird dann die Tora geschrieben. Auf der symbolischen Ebene heißt das dann, die Tora soll mit der Tinte der Barmherzigkeit, nicht mit der schweren Tinte der Strenge geschrieben werden. Der Rachamim und nicht Din, den ihr euch an letzte Woche erinnert. Das ist dann die Zusatzlektion dieser Geschichte. So, noch Fragen oder Einwände, Einsichten? Ein bisschen lauter? Hallo? Bisschen lauter, ja? Ja, bei denen, die Tora machen, da werden doch die Blüten zu Verdiensten, so ein Pferd gibt es doch. Ja, ich weiß nicht, an was für ein Rohr gemeint ist, aber die Tora wird ja mit einer pflanzlichen Feder geschrieben, ja? Nicht eine Füllfeder und nicht ein Kugelschreiber. Das ist ein pflanzlicher Stängel, der ist dann vorne gespitzt, der wird dann in Tinte eingetaucht und damit schreibt jeder Schreiber schreibt damit die Tora. Das wird hier auch als moralische Lektion dargestellt. Die Tora soll eben mit diesem Rohr geschrieben werden, dem Rohr der Barmherzigkeit. Und das ist Gesetz, dass die Tora kann nicht geschrieben werden mit etwas anderem. Ich weiß nicht, ob ich richtig verstanden worden bin. Ich habe gemeint, es gibt doch so ein Spruch, dass bei denen, die Tora machen, die Sünden verbinden werden. Ja. Ja. Die Fehler werden zu Verdiensten, wenn man zu wahr macht, habe ich mal gelernt. Jene, die zu wahr machen, die sich umkehren, die denen werden wirklich alle Sünden verziehen. Da gibt es schöne viele Quellen, die das in diese Richtung gehen. Da wolltest du darauf hinweisen? Ja? Irene? Nein, ich wollte sagen, die Fehler werden zu Verdiensten. So hast du dann okay. Ja. Die Fehler werden zu Verdiensten, okay. Ja. Das ist noch mehr sogar. Das heißt hier, wenn es auf diese Geschichte übertragen will, dass dein Fehler hier, diese negative Erfahrung, münzt er dann um in eine positive Lehre, ja? Wenn man das so lesen will, kann man das so wirklich sehr schön darstellen. Und die Kraft der Umkehr, die Kraft eines Menschen, zurückzuschauen und sich über etwas zu bewegen, das man getan hat, und dann einen neuen Weg einzuschlagen. Auch viel Kraft, natürlich nicht einfach. Nicht auf der jüdischen, auf der menschlichen Ebene. Und ich glaube, diese Kraft kann man auch von diesem Rabbi Elazar durchaus lernen. Bei einem. Hallo, wie geht's dir heute? Ja, danke, gut. Bei einem perfekten Menschen
hätte die Lehre im Lehrhaus Kraft bewirkt, als der Rabbi das Jeschua verlassen hat. Er wäre genau wie ein Rohr herausgegangen. Er hat aber den Umweg nehmen müssen über den praktisch Lossar, um dann praktisch die Haltung zu erlangen, die er quasi schon vorher hätte haben müssen, was die Lehre eigentlich bewirken soll und wie sie auch geschrieben ist. Ja. Ja. Also aus dem Lehrhaus kam er raus wie eine Zeder. Der Rabbi, ja, aber er hätte wie ein Rohr herauskommen müssen. Wäre die Tora eigentlich, wenn er die Tora richtig ein perfekter Mensch hätte das ja praktisch schon verstanden, dass er dann bescheiden sein muss, ja, und wäre also wie ein Rohr aus dem Lehrhaus herausgekommen. Und wenn er dann den Bettler getroffen hätte, ja, dann hätte er ihn gleich, dann hätte er ihn gleich richtig behandelt. Ja. Aber ist ja, das ist ja auch die Größe. Ein Zadik, der traurig, steht wieder auf. Ja? Das ist das Schöne, das Schöne dieser Geschichte ist ja, liebe Freunde, dass selbst der größte Talmud-Gelehrte, er muss dadurch, er muss diese menschliche Lektion, die kann er nicht im Talmud-Lehrhaus lernen. Die kann er nur draußen auf der Straße lernen, indem er Sand in den Sand beißt und sich in die Knie gehen muss. Es gibt Lektionen im Leben, die können wir nicht in der Bibliothek oder in der Uni oder in der Synagoge lernen. Gewisse Lektionen können wir nur mit anderen Menschen wirklich verstehen. In der Reibung mit anderen Menschen und in dem Konflikt mit anderen Menschen. Dadurch wachsen wir, durch diese Begegnungen. Und das sind Dinge, die man auf der theoretischen Ebene noch so behandeln kann, aber gewisse Lektionen im Leben kann man eben nur draußen unter den Menschen wirklich verstehen. Und das ist insofern wirklich auch eine sehr bescheidene Talmud-Geschichte, die sagt, wir sind eine Talmud-Geschichte, aber um uns zu verstehen, lest uns jetzt nicht. Geht raus in die Natur. Das macht das Buch jetzt zu und geht raus zu den Menschen. Und insofern ist es sehr selbstironisch, diese Geschichte. Dass die Geschichte selber, der Talmud selber, hat die Bescheidenheit zu sagen, wir haben viel Weisheit da, aber wisst ihr was? Wollt ihr wirklich bessere Menschen sein? Lernt viel, was ihr wollt von uns, aber jetzt macht das Buch zu und geht raus unter die Menschen. Und dann werdet bessere Menschen. Und das ist wirklich eine schöne Botschaft. So wird diese Geschichte auch eine Geschichte für uns. Für uns alle. Für uns alle. Gut, liebe Freunde, ich danke euch für euer reges Mitmachen. Wir danken für die Einsichten, die in diesem Text uns eröffnet wurden. Sie haben sehr schön ausgelegt, die Geschichte. Ja, danke schön. Ich danke euch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und eine gute Woche. Und ich freue mich, euch nächste Woche gesund und munter zu sehen. Danke und Shalom. Shalom. Tschüss. Tada Rabba, ich schließe mich an. Vielen Dank. Und ja, wirklich sehr interessante Geschichte. War das viele, viele inspirierende Dinge, die zum Nachdenken bringen, wie jede Woche, und auch ein Inspirieren, besser zu werden. Als Mensch haben wir wieder einiges dazu gelernt. Ich danke unserem Reb Emanuel Kohn und allen unseren lieben Teilnehmern. Ich wünsche Ihnen gute Nacht. Morgen gibt es nur den Kurs von Daniel Schönberger. Was heißt nur? Es gibt den Kurs von Daniel Schönberger. Sabina Bruckner wird leider seinen Kurs nicht geben können. Er wird eventuell nächste Woche nachgeholt.
Ja, ich hoffe, Sie morgen wiederzusehen in aller Frische, wenn Sie die geistigen und physischen Fähigkeiten haben. Und bedanke mich nochmal ganz herzlich für diesen fantastischen Kurs heute Abend. Gute Nacht und bis bald. Oder Rapper. Thank you.